Hallöchen, YouTube. Wir sind hier nun bei Part 2 von Thinking with Time Machine, kurz TWTM. Kammer 1, ne? Vor allem war ich das Tutorial. Wie man, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt geht's hier so richtig los. So, was müssen wir hier dann hier machen? Wir müssen natürlich wieder unsere Zeitmaschine benutzen. Last time departed. Ah, 21. Jänner. Das ist ja jetzt. Ich nehme das in der Zukunft auf. Wie man sieht, offensichtlich. Wäre ja sonst Schwachsinn, ne? Das sind Würfel, die über die Zeit bestehen. Oh. Was muss ich hier machen? Ich muss hier... Ich mache hier einfach mal ein Portal. Oder auch nicht. Ach so. Warte mal. Ich muss ja den hier so und dann mich hier so raufstellen. Nee. Ich muss hier ganz was anderes machen. Nämlich muss ich hier ein bisschen ducken, um dann raufzukommen. Und dann muss ich mich hier hinstellen. So nehme ich zumindest an. Ja? Danke sehr. Du bist mir eine sehr große Hilfe, ja? Vielen, vielen lieben Dank. So, wir möchten dann bitte auch diesen Würfel haben. Und ihn ja auch so gleich hier reinlegen. Und dann möchten wir eigentlich hier nach oben. Warte mal, das war's schon? Nee, hä? Tatsache. Gut, dann war's das mit dieser Folge. Nee, das kann ich nicht bringen. Dann machen wir halt noch eine Kammer. Die nächste wird mich wahrscheinlich sehr aufbrezeln. Also, nicht aufbrezeln, sind nicht falsch gerade. Warte mal, 0-0? Ha? Geh ich in der Zeit zurück? Was? Aber geh ich? Wenn noch vorhin in der 1, ich gehe in der Zeit zurück. Das ist ja... Das finde ich jetzt gar nicht mal so schön. Mal hier. Ich spring hier rüber. Wir brauchen hier einen Würfel. Wer missbraucht denn hier noch eine andere Zeitmaschine? So, was muss, Oh. Sag mal, was soll das? Oh. Ach so.
Ho! Was haben die mit meiner Zeitmaschine gemacht? Geht ja mal gar nicht. Was soll ich hier machen? Wahrscheinlich hier reinschießen. Nee, geht das? Warte mal, treffe ich nicht oder geht das nicht? Sag mal, was ist denn hier los? Kann ich hier nirgendwo ein Portal raufschießen? Ach so, ich muss vielleicht hier rein. Die Möglichkeit gäbe es natürlich auch. Oh nein, GLaDOS. GLaDOS. Ja, ich möchte wissen, was da drinnen ist. Diese Röhre. Ja, auch eine nette Konversation. Da kann man nicht einfach so reinplatzen, ne? Natürlich. Das ist eigentlich nur so ein Ring. Der da runter so. Okay. Der runter gefallen ist, wie es aussieht. Naja, dann gehen wir mal nach oben. Würde ich sagen. Ne, natürlich, das ist eine Mod. Das heißt, es gibt hier keine deutsche Version. So, denke ich mal. Klar, wenn sie denn nicht von... Sobald man weiß, dass es, ne... nicht von einem Deutschen entwickelt wurde. Oh! Ah! Pieper den Atlas! Das Emergency Shutdown Keep Unlocked. Ja, nein. Oh. Ach so. Die beiden haben hier also sie, ne? Und so ausgeschalten. Warte mal. Und ich bin hier falsch, oder? Hier falsch. Glaube ich. Hier konnte man ja, glaube ich, nicht rein, ne? Was soll ich denn da machen? Ich laufe jetzt wahrscheinlich wieder tausendmal am richtigen Punkt vorbei. Natürlich total absichtlich, weil ich möchte, dass die Folge ein bisschen länger wird. Kann ich hier hinter? Ja, kann ich. Was kann ich hier machen? Nicht unbedingt viel. Wie es aussieht. Nicht unbedingt viel. Wir haben immer noch keine Zeitmaschine. Das irritiert mich. Ich hätte gerne eine Zeitmaschine. Bitte. Ach so. Ach so, das ist, okay. Es war nicht so ganz richtig. Good time, I couldn't get it up.
Ja, schön ist sowas. Und wo leuchtet das eigentlich hin? Ist irgendwas zu bedeuten? Nein. Hat es nicht, okay. Ich muss also wirklich hier rein. Nur ich weiß nicht, was ich dann hier weitermachen sollte. Mhm. Ah ja, die beiden. Ach ja. Oh. Ich kann hier wirklich nur in diesen einen Raum rein, ne? Ah. Kann ich hier? Naja. So, hier. Shutdown. Der lieben GLaDOS. Ach so, warte mal. Hier haben wir. On. XX. On, on. Wie funktioniert das jetzt, oder? Find Time Machine back to. Oh. Noch irgendwas? Das war eine Nachricht von GLaDOS. Die müssen sie retten. Obwohl, ja, sie tun uns ja irgendwie ein bisschen. Hm. Wo ist denn die Zeitmaschine, bitte? Bitte, bitte, bitte. Hilft bitte sagen, endlich jetzt hier. Ja, es ist, ich weiß nicht, bringt das was? Ich komme nicht rein, okay. Wo ist die Zeitmaschine? Ich müsste in der Zeit zurückreisen, um mir ansehen zu können, wo sie denn liegen geblieben ist. Oder so irgendwie. Kann ich da was machen? Nicht, oder? Sieht nicht danach aus. Puh. Finde die Zeitmaschine. Finde die Zeitmaschine. Ich bin doch perfekt drauf gelandet. Was wollt ihr denn? Na, so. Ich fliege einfach durch. Das ist nicht schön. Ich muss die Zeitmaschine finden. Ich hatte sie doch schon. Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt irgendwie auch ein Ohrwurm auf dem. Good time, good give me that. Good time, good give me that. Ist irgendwie. Oh, warte mal, kann ich. Ach so. Ha? Und hier war ich doch drin. Die sind dann hier noch abgehauen. Muss ich das deaktivieren und wieder aktivieren, damit es funktioniert, oder? Oder warte mal, ich muss mal kurz was nachschauen.
denn? Denn ich denke, etwas herausgefunden zu haben. Ich würde sagen, an dieser Stelle wäre es ein ganz guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden und diesen total professionellen Cliffhanger hier mal so stehen zu lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch denn vielleicht schon mit meiner Lösung begeistern kann und vielleicht auch total enttäusche. Mal sehen. Herausfinden werden wir es beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis dahin.